Heute bin ich wieder Playa de Arenal Son Saura und zeige euch mal so ein bisschen, was da heute so los ist. Die Temperaturen liegen heute bei 34 Grad im Schatten. Es ist aber zum Glück eine leichte Brise. Gott sei Dank haben wir ein bisschen Wind, sonst hält man das wirklich nicht aus. Das Wasser ist wunderbar, bei 28 Grad würde ich mal schätzen, wenn ich das so darf. Wirklich, wirklich herrlich. Uhrzeit sind wir jetzt gerade 14 Uhr. Das heißt, die größte Hitze. Man erkennt auch jetzt im Juli, der Strand ist zwar gut belegt, aber es ist nicht zu voll. Also mit Ostseestrand, wo wir wie die Sardinien liegen, das ist hier nicht der Fall. Man hat immer noch einen schönen Platz, wo man liegen kann. Und ja, das ist einfach herrlich. Wir können jetzt ganz viele schöne Boote beobachten. Jeden Tag wechselt die Vielfalt von Segelschiffen, Motorjachten. Manche bleiben auch über Nacht einfach in der Bucht und fahren den nächsten Tag weiter. Ja. Hier nochmal ein Gesamtblick über die wunderschöne Bucht. Wenn ihr sie finden möchtet, dann müsst ihr zu dem Ort Son Park fahren und dann findet ihr das auch ganz, ganz schnell. Das Schöne an diesem Strand ist auch, dass das Hinterland grün ist und hier darf auch niemals gebaut werden. Es steht alles unter Naturschutz. Ich werde jetzt die Kamera noch mal ein bisschen für euch drehen. Ein paar Apartmentanlagen befinden sich am Hang, aber keine hohen Hotelblocks, nichts. So, ich verabschiede mich wieder von euch. Bis ganz bald. Hier war Niki.